Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Plague Inc. Evolved. Heute geht es weiter. Wir werden heute die, ich hoffe mal, wir kommen heute zu beiden, aber die beiden hier Special Grippen und Pesten und Plagues und alles. Mir fällt gerade auf, das Spiel heißt ja Plague und Plague ist ja... Naja, eigentlich nicht mit die Plage zu übersetzen, aber trotzdem, hier, das ist die einzige Pest, die wir haben. Aber heute werden wir uns erstmal mit der Grippe, der Affengrippe hier beschäftigen und ignoriert das hier links. Ich will nicht, dass das hier irgendwie als Werbung für irgendeine spezielle Art von hier Film geklemmt wird oder irgendwie so. Genmodifikation, wir haben ja letztes Mal schon angefangen. Ich glaube, hier automatisches Zerplatzen ist nicht so geil wie beispielsweise hier rote DNS oder blaue DNS, weil dadurch, dass ja ein Heilmittel hier ständig entwickelt wird von verschiedenen Laboren, ist das vielleicht gar nicht so blöd. Das haben wir noch nicht und hier leider auch nicht, weil das hier sind Special-Dinger. Ich muss auch erstmal hier die Affengrippe allerdings lernen und das machen wir Sniper-Affen Version 2. Version vor allen Dingen. Ja, Sniper-Affen sind eigentlich halt sehr Sniper, hier Gewehr. Jetzt habe ich den Joke vorweggenommen, scheiße. Hier sehr gewehraffin, wollte ich sagen. Und habe den Joke selber ruiniert. Ich würde sagen, wir starten mal wieder in Indien. Das hat letztes Mal nicht perfekt geklappt, aber es hat geklappt. Feld Indien, genau. Am Anfang müssen wir jetzt eigentlich nur schauen, dass wir so die Standardsachen machen. Hier so ein bisschen Verbreitung über Handschläge. Später kommt dann sowas hinzu. Hier wäre echt nicht schlecht, wenn wir... Was? Virus identifiziert. Wurde aber nicht bei Menschen getestet. Oh, das ist okay. Kein Problem. Testet Virusarznei in Indien. Ganges, genau. Ist das jetzt hier schon... Das ist aber noch nicht Heilmittelforschung, oder? Nee, ist noch nicht. Alter. Gerade kriegen wir relativ gut was. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir mal wieder hier Standard zweimal Wasser, einmal Luft kriegen. Dann einmal noch über Hände schütteln soll's. Es fängt jetzt aber mit den Kosten schon gleich am Anfang gut an. Naja. Wie gesagt, solange nicht irgendwelche Symptome mutieren. Wobei, ist Symptommutation eigentlich... wir haben ja hier noch... Moment. Genau, kann man ja so schauen. Kosten. Okay, Rückentwicklung kostet. Das heißt, ich sollte eh... Keine Ahnung. Um wen sie gerade trauert. Welt trauert um Hammambe. Ach, soll das eine Anspielung auf Harambe? Kopfschmerzen mutiert. Genau das wäre eigentlich geil, wenn nicht passieren würde. Ich würde mal sagen, wir entwickeln das mal zurück und warten stattdessen darauf, dass anderer geiler Scheiß passiert. Wir halten jetzt immer mal so 4 Punkte in Evidenz, falls irgendwas Beschissenes evolviert. Evolviert? Nee. Wie heißt es hier? Entwickelt. Sich entwickelt. Sehr gut. Wie viel kostet das? 17. Das heißt, wir brauchen 21, weil wir brauchen hier 4 in Reserve für eventuelle Rückentwicklungen. Wie zum Beispiel jetzt. Dieses fucking Kopfschmerz. Oh, das kostet jetzt auf einmal mehr. Ah, ja, schön. Schön, dass es mehr kostet auf einmal. Naja, wird schon klappen. Müssen einfach nur genug Leute infizieren. Dann geht das schon irgendwie. Okay, die ersten Schiffsrouten sind, glaube ich, hier schon infiziert. Ich gehe mal auf Nummer sicher und bete, dass gerade nichts hier vor der nächsten Ladung, vor den nächsten DNS-Punkten mutiert. Olympische Spiele, okay, hier in Indien ist mehr oder weniger am Arsch. Moment, Photophobie hat mutiert, aber das macht nichts.
Alter, das kostet wirklich immer mehr. Ist das gut? Zeit für eine Affenrevolution. Ich sag mal, lass die Spiele beginnen. Hier wäre halt jetzt echt wieder Ineffektivität geil, aber das geht hier nicht, weil das ein mehr oder weniger spezieller Spielmodus ist. Neue unscheinbare Krankheit, ja, ja. So unscheinbar wird die gar nicht werden. Ist aus dem Genesis-Labor entwichen. Ja, jetzt fangen sie mit dem Heilmittel an, na super. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Affenrevolution. Das heißt, wir brauchen jetzt relativ bald 15 Punkte. Ja, das sage ich mal, ja, ist okay. Wir könnten das rein theoretisch machen, aber ich glaube... Oh, das kann ich hier auch mit 1, 2, 3, 4 durchschalten. Das ist ja geil. So. Affenausbruch in Indien. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Affen randalieren ist jetzt nicht so gut. Schützt und generiert DNS. Das hört sich gut an. Das muss ich jetzt wahrscheinlich aktivieren, oder? Kann ich das jetzt hier aktivieren? Moment. Kann ich das jetzt hier aktivieren? Oh ja, genau, da hier wird zu Affen. Da hier wird zu Affen, genau. Nee, aber jetzt haben wir hier auch intelligente Affen. So, verringert die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Aktuell sind noch keine anderen Genesis-Labore irgendwie. Wir brauchen halt... Ist die Sache... große Distanzen überwinden wäre halt schon nice, aber hier, was wäre noch besser? Affen- und Menschenvarianten wirkungsvoll auf die andere Spezies überspringen. Erhöht die Mutations- und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe. Erhöht Affe zu Affe-Übertragung. Bin ja fast versucht, hier die Forschungsgeschwindigkeit einzudämmen erstmal. Okay, Affenpunkte. Noch sind wir so ein bisschen under the radar. Ein paar tausend, also nicht ein paar tausend, aber ein paar hundert intelligente Affen. Okay. Ich bin echt... Ich glaube, ich werde das hier machen, falls die nochmal anfangen, damit die mich nicht instant ficken. Pharyngitis oder sowas. Oder Pharyngitis? Pharyngitis heißt das. Halsschmerzen verursachen. Durch Husten übertragen, okay. Es ist jetzt noch keine schwerwiegende Krankheit, also sie sollten nicht sich ultra reinpreschen mit dem Heilmittel. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt hier irgendwie Grönland oder so die Grenzen schließt. Ich hoffe, das ist gut, wenn das passiert. Oh ja, hier oben ist das Affen. Ich glaube, man muss einfach über immer das Wild... Oh, ich glaube, ich habe jetzt erst verstanden, was das Affenvirus von mir will. Das will, dass ich auf der ganzen Welt alle wilden Affen in intelligente Affen verwandle. Das heißt... Moment. Pause kurz. Oh, Island, das ist gut. Aber das heißt, es wäre eigentlich nicht schlecht. Erhöht Affe-zu-Affe-Übertragung. Ist eigentlich saugeil. Und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe. Was ist das? Geringer Körperkontakt kann Affe-zu-Affe-Übertragung. Na komm, wir nehmen das mal. Und dann schauen wir mal. Verringert Entdeckungsrisiko und erhöht Kampfkraft. Das hört sich nach was Gutem an. Vor allen Dingen, weil da später ja die Menschen mit diesen komischen Hubschraubern oder diesen Dingern nicht, die hier um das Symbol rumkreisen, die Affen auslöschen wollen. Außer natürlich, wir lassen sie nicht entdeckt werden. Dann können die Menschen sich brausen gehen. Oh,
knapp 14.000 intelligente Affen und knapp etwas mehr als eine halbe Million wilde Affen auf der ganzen Welt. Okay, olympische, bla bla, ja bla. Okay, wir haben immer noch ein paar Länder. Ich bin jedes Mal versucht, zu machen, ganz einfach, weil es so lustig ist. So, was wollten wir? Genau, wir wollten das hier. Als nächstes würde ich eigentlich sagen, wäre das hier oder das hier gut. Eins von beiden. Da schauen wir mal. Nee, wir bräuchten eigentlich jetzt erstmal Kälteresistenz, weil in den kalten Regionen scheint es noch nicht ganz so zu fruchten. Weil hier die warmen Regionen gehen einigermaßen, aber hier die kalten Regionen sind echt am Sack. Wahrscheinlich, weil wir in Indien gestartet haben. Genau, weil als wir damals in UK mit dem Necroa-Virus immer gestartet haben, war es das Problem, dass sie in heißen Gebieten nicht gut klarkamen. Neuro-Enhancement. Und was ist Neuro-Enhancement? Erhöht menschliche Intelligenz. Erhöht menschliche Intelligenz. Oh, das macht die Schwere... Nee, das macht die Schwere mehr. Okay, schlecht. Schlecht, verringert Gefahr der Entdeckung erheblich. Ich weiß nicht, ob das so gut jetzt ist. Vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen eher hier Ansteckungsgefahr... Ansteckungsgefahr. Was macht denn Ansteckungsgefahr heftig hoch, ohne die Schwere allzu sehr zu beeinflussen? Eigentlich nur das. 15 Punkte. Ja, 15 Punkte. Okay, 15 Punkte, glaube ich, können wir relativ bald uns leisten. Das war perfekter deutscher Satz. Erneut. Oh. Ja, ein paar Länder haben wir noch. Grönland ist mir noch ein bisschen ein Dorn im Auge, dass die noch nicht am Sack sind, aber... Niesen. Okay. Niesen ist hier... Okay, das nächste werde ich das hier machen, dass die nicht entdeckt werden. Da ist doch gerade was mit einem infizierten Schiff nach Grönland gekommen. Das war rot. Aber es war nur rot gepunktet und nicht voll dunkelrot. Hier schon wieder. Kopfschmerzen mutiert. Ja, okay. Wo arbeiten die aktuell an einem Gegenmittel? 3 Jahre. Aber weil es kein Gensis-Labor gibt... Affen für Sniper-Affen in China... Ach so, ja, das war diese eine Meldung, die so inhaltlich gefühlt überhaupt gar keinen Sinn ergab. Aber wir müssen uns weiter verstecken. Es gibt keine bessere Methode. Verlässt Indien, um mehr Affen zu finden. Fehlen Affen für die Experimente. In anderen Ländern neues Labor zu öffnen. Okay. Das heißt, wir brauchen... Oh ja. Kommt hierher. Kommt irgendwo her, wo... Oh. Hier gibt es aber schon gut Affen. Also noch keine intelligenten Affen, aber... erhöht den S-Generierung in Kolonien... Um Labore anzugreifen und gefangen gehaltene Affen zu befreien. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Wie viel brauchen wir? 11. Ja, langsam geht's. Globales Vorgehen gegen Affen vereinbart. Nicht so gut. Komm, gib mir noch ein paar Punkte. Neuro-Enhancement 2 Symptom. Okay, das ist jetzt weniger geil. Okay, sehr gut. Wir haben nur noch nicht genug Punkte dafür. Okay. Wir müssen jetzt hier... Greift an, meine Affen! Oh, Moment. Die Affen sind nur hier, die Intelligenten. Die sind noch nicht dort in der Nähe. Scheiße. Okay, wir müssen mal kurz warten, bis sich die Affen ein bisschen mehr große Distanzen überwinden. Das wäre jetzt als nächstes gut. Ausschlag, okay. Oh, das hier können wir aber schon angreifen, hier.
Das sollten wir hinkriegen, oder? Frankreich schließt Flughäfen. Ja, solange Grönland nicht irgendwas schließt, bin ich okay. Sehr gut. Okay, große Distanzen überwinden. Und als nächstes werde ich schauen, dass ich hier genetisch... Alter, 42... Oh, nee. Okay, hier sind gleich keine Affen mehr. Das ist aber gar nicht so schlecht, wenn da keine Affen... Wenn alle Affen dort tot sind... Oh, wisst ihr, das heißt also quasi, die löschen an einem bestimmten Land die Affenpopulation aus. Was mir eigentlich zwar zum einen hilft, weil ich weniger wilde Affen in intelligente umwandeln muss, aber es macht halt auch den Fortschrittsbalken. Und deswegen wird das so teuer sein, weil wenn das billig wäre, wäre das ultra easy hier zu gewinnen. Wie schaut's? Okay, fast alle Menschen sind langsam infiziert. Erhöht Kampfkraft. Das wäre noch eigentlich ganz nice. Oder Affenübertragung, Affengruppen. Ja, das hier heißt mehr, schneller hier wilde Affen zu intelligenten Affen. Gelenkschmerzen, das ist jetzt nicht unbedingt geil, aber... Ja, hier in den kalten Regionen, wir müssen... 17 und 10 bräuchten wir jetzt langsam. Okay, Moment, aber hier können wir... Komm, mach die platt. Keine toten Affen mehr. Sehr gut. Ich glaube, das kann nicht failen, wenn ich irgendwo... Oh, nee. Neuro-Enhancement. Oh. Neuro-Enhancement ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen doof. Starker Austausch, starke Immunreaktion, die zum Plätten und Irreverlust von Hirnfunktion führt. Moment, macht das? Erhöht Intelligenz, aber Immunabwehr möglich. Heißt das nicht... Hirntod? Aber das tötet mir die Menschen und das will ich eigentlich nicht. Oder will ich das doch? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, die haben jetzt einfach hier alle Waffen ausgelöscht. Die haben einfach instant alle Affen hier getötet. Okay, das ist jetzt weniger cool. Was ist hier? Erhöht die Distanz, die Affen überwinden. Das hört sich auch noch gut an. Kolonien erhöhen Affenübertragung. Das hört sich auch noch ganz geil. Wobei, Moment. Moment. Affenleichen können zur Heilung von Sniperaffen beitragen. Ach so, ja, das ist das, was ich schon rausgefunden habe. Weltweit mehr Affenleichen brauchen die Forscher. Okay, das heißt, wir hier Affenrevolution. Affenrevolution. Achso, hier sind noch keine Affen. Doof. Wo sind denn hier in der Nähe mal Affen? Alter. Hirntod ist mutiert, okay. Schön und gut. Wir brauchen hier jetzt aber langsam mal hier die Affenwanderung. Hier rein wäre die Affenwanderung jetzt geil. Der reisende Affe. Also nur der reisende hier, Errungenschaft freigeschaltet. Gut, Moment, dann können wir jetzt aber hier, wenn hier... Moment, nee, hier sind keine Affen mehr übrig. Affenbasis. Affen sorgen für Unruhe in Indonesien, oh. Affen. Moment, nein, hier, falsch. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich wollte X drücken. Nein. Die werden jetzt alle verrecken hier in Indonesien. Oder? Nee, das Labor ist schon geschlossen wieder. Okay, aber hier müssen wir. Komm, gib mir ein paar Punkte. Danke, okay. Jetzt hier X. X heißt tot im Labor. Blutung mutiert, ja, okay. Es ist ein bisschen problematisch, dass das hier gerade so passiert. 73% ist nicht gut. Alter, ich brauche 19 Punkte dafür. Okay, und... Komm.
Lass mich das Labor hier zerstören. Go, go. Komm, geht schneller. Danke. Affengreifung, gehen Sie das Labor in Deutschland an. Auch das ist mal eine Schlagzeile, die ich mag. Oh, und dadurch wird der Fortschritt auch, glaube ich, immer ein bisschen gedämpft. Schauen wir mal. 70. Oh. Das hier ist nicht gut. Wir sehen, wir sind erst in dem Teil der Welt wirklich krass am Abgehen. Wir brauchen höhere... Wir müssen die Geschwindigkeit erhöhen. Wir müssen die Geschwindigkeit erhöhen. Und hier erhöht Distanz, die Affen überwinden. Ich glaube, das ist auch noch gut. Okay, Moment. Ihr seid gefickt hier. So ja nicht. Mach doch endlich hier die platt. Marokko beginnt zu zerfallen. Ja, ist schön und gut, aber hier Heilmittel ist fast fertig. Moment, wir müssen jetzt... Alter, reiten? Erhöht Beschwerungsgeschwindigkeit. Lange Distanzen über Wasser zurücklegen. Erhöht Kampfkraft. Komm. Kämpft, ihr Affen! Scheiße. Okay, ich habe mir, glaube ich, all in all... Okay, das ist wieder runtergegangen aus irgendwelchen Gründen. Oh. Okay, dann kommen wir mal nach Europa. Wir müssen auch, glaube ich, mehr von den Basen errichten. Das ist zwar immer ein ordentliches Commitment, aber es generiert halt auch Punkte wie Sau. Okay, Moment. Langsam sterben. Alter. Durch Hirntod verrecken alle. Moment, aber das ist gar nicht so schlecht, wenn alle Menschen verrecken. Wobei doch, es ist... Nein, das Heilmittel ist fertig! Okay, scheiße. Ich habe nicht mitgekriegt, dass das Heilmittel fertig ist. Ja, bla. Ich weiß nicht mal, ob wir jetzt noch gewinnen können, wenn das Heilmittel schon fertig ist. Mal wieder die falsche Taste. Wird ausgerottet. Können wir jetzt noch gewinnen, wenn's Ding ist, oder... Können wir es noch gewinnen? Nein, scheiße. Weil wir müssen ja alle Menschen gleichzeitig töten. Aber egal, 3 ist immer eine Glückszahl. Von daher, wir sollten zentraler starten. Hier so Ägypten oder Spanien. Ägypten, genau. Wir starten in Ägypten. Das ist zentraler gelegen. Was heißt... Moment, aber das heißt dann... Moment, Sekunde. Kurz zum Hauptmenü, kurz, weil, dann mache ich Folgendes, weil hier gibt es ja gar keine blaue DNS, dann nehme ich lieber hier rote DNS, das gibt mir zumindest im Laufe der Zeit so ein bisschen was mehr ist, ja okay, das kann passen, so, weil das gerade ist mir nur direkt eingefallen. Es gibt ja hier gar keine blauen Blasen, die ich zerplatzen lassen kann. Was heißt, es ist ziemlich unnötig, das als Bonus zu nehmen. Aber naja. Hier kurz meinen Ventilator, wegen Hitze im Sommer. Gut einrichten. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach wieder ein bisschen. Urbanen Gebieten wohlhabend. Wir müssen erstmal hier das auf der Welt verbreiten, weil ich glaube, vorhin hatten wir immer noch Grönland und Russland schon, aber Grönland hatten wir, glaube ich, zum Beispiel gar nicht. Und das muss sich ändern. Dann nehmen wir hier die armen Regionen, dann noch einen Kältebonus und dann sollten wir eigentlich... Oh ne, Pharyngitis. Das ist jetzt echt ein schwierigeres Virus, weil man halt hier keine Inaktivität wie beim Necroa-Virus einfach sich erfarmen kann. So, Kälte und Drogenresistenz und
einfach die Drogenresistenz, damit ich zur Not die Geschwindigkeit. Wobei die Geschwindigkeit, hätte ich das zweite Geschwindigkeitshemmung auch noch rausgehauen, wäre das, glaube ich, sogar, hätte ich gewonnen. Allerdings wären dann andere Sachen teurer geworden. Wo man natürlich dann nicht sagen kann. Seht ihr hier zum Beispiel? Neuro-Enhancement mutiert. Es gefällt mir eigentlich nicht, wenn diese ganzen für mich nicht guten Sachen mutieren. Scheiße, ich dachte, das geht nach Madagaskar. Kälteresistenz. Dann. Ja. Komm, wir nehmen noch einmal hier noch einmal die Wasserübertragung. Weil das ist ja in trockenen Gebieten, Übertragung in Flugzeugen. In feuchten Gebieten. Ja, da wir eh in einem trockenen Gebiet starten und das so ziemlich das größte trockene Gebiet ist, macht es meiner Ansicht nach nicht wirklich Sinn, sich noch mehr auf die trockenen Gebiete zu fokussieren, sondern eher auf die feuchten und kalten, wo es halt erst relativ spät im Laufe des Zyklus hinkommt. Ich mache jetzt hier noch einmal den hier und dann schaue ich, dass ich die Affen herkriege. Oder nee, ich mache einmal den hier, einmal den hier und dann schaue ich, dass ich die Affen hinkriege. Ich hoffe einfach mal, das passt so. Nee, hier mutiert gerade ein bisschen viel, gefällt mir absolut gar nicht. Aber was soll ich halt machen? Neue unscheinbare Krankheit. Oh nee, das ist ein bisschen früh. Okay, ja. Okay, muss jetzt eigentlich auf die Affen sparen. Von daher mache ich mal Forschungsgeschwindigkeit und jetzt spare ich hier auf die Affen. Beziehungsweise es wäre eigentlich gut, wobei ich sehe hier noch nicht mit den Affen. Es wäre eigentlich gut, mit den Affen zu warten, bis mehrere Affen... Wäre es nicht sinnvoll zu warten, bis mehrere Affen hier, also mehrere Labore mit Affen was machen? Ach komm, scheiß drauf. Affen! Das ist nämlich eine Instant-Vernichtung von dem einen Labor. So, und jetzt machen wir wieder einmal... Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal alle durch. Dann haben wir eine gute Foundation. Wenn wir jetzt eine gute Foundation haben... Erstmal natürlich hier ein Hauptgebiet, weil das gibt mir natürlich DNS-Punkte. Kampfkraft ist natürlich auch wichtig, damit die auch uprisen können gegen die Labore. Komm, gib mir Punkte. Genau. Okay, erstmal Geschwindigkeit, damit die auch möglichst... Wobei, nee, eigentlich die Geschwindigkeit sind... Also als nächstes, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache den, dann den und dann die beiden. Weil so wirklich die Kampfkraft ultra hochtreiben, sehe ich jetzt aktuell keinen Sinn. Scheiße, aber das heißt, wir haben das hier. Oh, Alter, nee, okay, das machen wir nicht. Das ist ein bisschen teuer. Leider. Wie wär's mit DNS-Punkten irgendwoher? Danke. Alter. Okay, aber es warten noch viele rote Blasen darauf zu platzen. So, ich mache jetzt erstmal hier, dass Affenkolonien wachsen und jetzt mache ich erhöht die Distanz, die Affen überwinden. Ich würde gern beide machen, aber das ist billiger. Ich mache erstmal das Billigere. Ich weiß nicht, ob das die sinnvollste Strategie ist, aber... Boah, das hat nur einen Punkt gegeben. Ich dachte, das gibt jetzt... Ja, im Normalfall 3, 4 Punkte, aber... Danke. So, und jetzt mache ich hier, dass die richtig schön sich verstecken können. Nicht, dass die instant ausgerottet werden. Oder natürlich...
große Affengruppen können reisen. Was natürlich gut ist, um von A nach B zu kommen. Es kostet auch nur 4 Punkte. Ich mache trotzdem das. Mein Bauchgefühl sagt mir, es ist intelligenter, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen verstecken. Bevor wir hier die ganz große Reise antreten. Erinnert sich noch jemand, also falls es überhaupt jemand geschaut hat, an, wie hieß die Serie, In einem Land vor unserer Zeit. Da gab es so einen Film, das war so eine Filmreihe für Kinder und da gab es halt einen Film von der Reihe, der halt geheißen hat, Die große Reise. Und da denke ich halt gerade dran, weil ich es gesagt habe, nur als Info. Okay, ihr könnt ruhig mal ein bisschen schneller hier euch dort drüber bewegen. Ich meine, ich habe doppelte Übertragung über hier Wasser und hier so Philippinen und Grönland und so ist immer noch nicht am Sack. In Madagaskar seid ihr auch schon beschuldigt. Okay, wir sind noch relativ klein. Von hier aus können sie sich eigentlich gut weiter verbreiten, aber noch müssen wir stärker werden, Übelkeit. Was? Erhöhte Distanz, die Affen überwinden. Das hört sich wiederum gut an. Also ich würde die beiden das und das gern machen. Dann mache ich erstmal hier mit den größeren Gruppen, dass falls Not am Mann ist, dass wir schnell von A nach B kommen. So, jetzt mache ich schon mal hier noch eine nächste Basis. Damit die mir auch DNS-Punkte generiert. Das ist zwar nicht allzu häufig, gerade wenn man nur so wenige Basen hat, aber solange hier, also 6 Jahre ist vollkommen okay, solange die hier nicht irgendwelche Labore aufmachen, bin ich eigentlich... Oh, Island war gut. So. Das hier, als nächstes hole ich mir das hier für 20 Punkte. Außer natürlich irgendwie ein Labor will mich ficken oder so. Hier mit der Taste kann man immer schön... Kann man das eigentlich auf der Map auch irgendwie sehen? Ne, hier sieht man nur, wie stark die Länder infiziert sind. Aber hier sieht man nicht, wo die Affen sind. Zumindest weiß ich... Ah doch, man kann das hier umschalten. Weil ganz ehrlich, das hier, das ergibt sich entweder, es ergibt sich nicht. Aber das hier ist gerade die interessantere Ansicht. Das bleibt auch so. Sehr gut. Fiebersymptom. Solange die Tödlichkeit mich nicht gerade fickt mit den Menschen, ist alles okay. Oh, hier ist ein... Aber wir sind noch nicht in der neuen Welt. Das dauert noch einige Zeit lang. Von daher... Indien schließt Flughäfen. Ja, okay. Oh. Moment. Moment. Also, X. Hier, nee, Moment. Ihr macht hier jetzt keinen Bullshit. Vielleicht soll ich Kampfkraft doch erhöhen. Boah. Echt schwierig. Jetzt haben wir zumindest eines weggemacht. Das hier. Aber gut. Irgendwas ist mutiert. Boah, keine Ahnung. Ja, ihr seid quasi durch. Gut. Ich glaube, jedes Labor, was ich nicht zerstöre, macht in etwa so 10% Fortschritt. Okay, jetzt gehen die dort lang. Das werde ich zu verhindern wissen. Mit Affenmigration. Was vielleicht ein bisschen lang dauert, aber ich muss denen jetzt hier das Heilmittel echt schwer machen. Komm, kommt's. Nein, das war das Falsche. Nein. Okay, wir brauchen jetzt ganz dringend 6 Punkte. Wir brauchen jetzt ganz dringend ein paar Punkte, okay. Genau. X ist es. Ich drücke immer Z und ich weiß nicht warum. Affen greifen Labor in Frankreich an. Dafür, da sind... Oh, wobei... Oh doch, das geht sogar.
Okay, wir müssen jetzt den hier machen. Scheiße. Nee, die intelligenten... Nein! Wir brauchen ganz dringend Punkte. Oh nee. Ich habe gerade die paar Affen hier hingeschickt und die verrecken jetzt, weil ich nicht genug Punkte habe. Scheiße. Affenunruhe in Frankreich, ja. Das ist wahrscheinlich, weil ich das hier nicht hoch genug getrieben habe. Drohnen zielen in Frankreich auf Affen. What the fuck, einfach nur. Ich habe halt aktuell überhaupt gar keine Punkte. Moment. Aber das heißt, wir können die hier stoppen. Wobei, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr worth it, oder? Wobei, lass mich kurz schauen. Doch, weil von Russland kriegen wir dann China. Doch, dann ist es worth. Dann ist es worth. Ich muss hier das letzte hier machen. Wie schaut's aus? Okay, wir haben alle... Wir haben mehr oder weniger die ganze Welt infiziert. Affenleichen tragen zur Heilung bei. Ja, okay, Moment. Okay, mal jetzt. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt erstmal die hier platt. Dann mache ich den hier. Und hoffe, dass die hier in Frankreich, die werden vielleicht dadurch verringert. Okay, ne, scheiße. Angst lähmt Wirtschaft. Scheiße. Jetzt habe ich halt nur eine Affenkolonie. Das ist jetzt echt ein bisschen beschissen. Oh. Moment, aber ich kann... Ne, scheiße. Doch, ich kann... den hier machen. Muss es eigentlich nur schauen... dass die möglich... Oh, nee, die machen das aber sehr schnell. Hallo? Hallo? Danke. Alter, okay. Das hat gerade noch gereicht. Oh, nee. Die machen hier... Okay, dann geht's ihr nach Spanien. Und ihr fickt die hier. Gibt's hier nicht noch was so bilden selbstständig? Erhöht DNS-Generierung. Das hört sich noch nicht schlecht an, aber... Wie schauen wir denn aus? Amerika wäre echt geil, aber dafür brauchen wir hier das Floß. Und wo ist das Floß? Über Wasser zurücklegen. Genau, das heißt, wir brauchen 16 Punkte, um hier herzukommen. Hier in Kanada ist es echt schleppend, aber das macht nichts. Solange sie das... Wobei... Komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Oh, Moment, das ist jetzt nicht so gut. Moment, wo ist denn das? Das ist doch hier in Simbabwe, oder? Ja, genau, weil hier fangen die an zu sterben. Scheiße. Wie wär's mit Punkten? Ich krieg gefühlt gar keine Punkte mehr. Das ist doch Bullshit. Alter, ich krieg halt irgendwann keine Punkte mehr. Es ist wie beim Necroa-Virus. Am Ende, wenn du nicht den Anfang perfekt hinkriegst... Gott, es ist noch schlimmer als das Necroa-Virus, weil beim Necroa-Virus konnte ich wenigstens den Shit rausfarmen und könnte mir rein theoretisch alles freispielen, was ich beim Affen-Virus nicht kann, weil ich mit dem Affen-Virus gewinnen muss. Ja...
ich meine... Ja, und wir haben verloren. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja hier keine... Wie kriege ich denn das? Schalte jedes Mal, wenn du das Spiel gewinnst. Ja, aber wie soll ich denn das Spiel gewinnen, wenn ich nicht die geilen Gene drin habe? Das verstehe ich gerade nicht. Boah, mir ist gerade so wahnsinnig heiß. Boah. Das Problem ist, es ist eigentlich gar nicht mal heiß. Es ist nur, wenn man redet oder sich bewegt. Ich bin vorher 3 Stunden einfach herumgesessen und habe nichts gemacht. Und da war alles cool. So, Ägypten hat uns kein Glück gebracht. Wie wär's mit... Ja, hier Amerika ist aber auch nicht so gut, weil... Doch so mittig hier in der Gegend ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt... Das Problem ist halt wahnsinnig, dass hier... Das Problem ist halt wahnsinnig, dass hier... Die Mutation fickt mich wieder. Wenn ich alles kontrollieren kann, wie ich es brauche, ist es nicht so schwer. Es ist auch nicht leicht, aber es ist machbar. Alter, ich sabber hier gerade mit meinem Schweiß den ganzen Schreibtisch voll. Dabei hat es nicht mal 23 Grad hierin. Gott, weil mich sowas halt aufregt, weil... Was soll ich denn machen? Du kannst in dem Spiel halt nicht besser werden. Du weißt entweder die Lösung oder du weißt sie nicht. Das ist halt genau dasselbe wie bei Rätselspielen. Es ist halt einfach nur... Es ist halt einfach nur ein bisschen beschissen. Ich versuche mich jetzt mal ein Ding mal, dass wir uns nicht auf hier auf Dinger konzentrieren, auf Affen, sondern dass wir wirklich nur schauen, dass wir die Menschheit ficken. Vielleicht funktioniert das ja besser. Mit meiner Herangehensweise oder wie auch immer. Das hier sind wohlhabend urban, das hier sind eher arme Regionen, das hier ist das hier. Dann einmal noch hier ein Kältebonus. Übelkeit, nee, nee. Das Problem ist halt, das wird immer teurer, das rückzuentwickeln. Aber was soll ich denn machen? Ich krieg das wahrscheinlich nicht mal auf einfach hin. Weil ich halt wirklich nicht einmal in der Nähe davon bin. Beim Necro-Virus war ich halt wirklich 2-mal auch ohne hier dem Ding so kurz davor. Aber ohne halt der Inaktivität. Aber hier ja nicht, not even close. Beide Male war nicht die ganze Menschheit infiziert und das Heilmittel war schon vollständig fertig. Aber wenn die ganze Menschheit infiziert ist, dann muss ich erst anfangen zu töten. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt folgendermaßen. Ich konzentriere mich jetzt einfach auf den Tod der Menschheit. Und nicht auf irgendwelche anderen Bullshit. Okay. Machen den hier. Nee, komm, wir brauchen aber die Affen, weil die Affen sind die einzige Möglichkeit, wie ich wirklich den Heilmittelfortschritt stoppen kann. Weil das hier kostet ja... Boah, kostet das so... Oh ja, das kostet halt echt scheiß viel. Das auch, aber... Ja, falls ich das diesmal nicht hinkriege, muss ich wahrscheinlich wie beim Necro-Virus... echt in eine Lösung gucken. Was ich halt echt nicht mag, aber was soll ich machen, wenn ich nicht mal den Hauch einer Idee habe, was ich tun kann? Affenrevolution. So. Thank you.
Okay. Wir schauen jetzt, dass wir alle die kriegen und dann hier direkt das Verstärkung von Affen-Movement. Wobei das hier führt zu erhöhter Affenübertragung. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Wisst ihr was? Wir speichern an... Nein. Wir speichern an der Stelle mal ganz kurz. Und schauen dann, ob wir, sollten wir failen, nicht von dem Punkt aus noch irgendwie besser hinkriegen alles. Problem ist, vielleicht sollte ich mich von Anfang an direkt auf die Affen und nicht auf die Menschheit-Infektion konzentrieren. Wenn die ganzen Affen den Planeten übernommen haben, bevor die überhaupt an einem Heilmittel arbeiten, ist ja eigentlich voll geil. Okay, dann mache ich mal Folgendes. X. Geht das? Das geht, das heißt, ich kann auch größere Distanzen zurücklegen. Ja, das ist super. Dann kann ich nämlich... Oh, Moment, heißt das, ich kann einfach von jedem Land in so gut wie jedes Land, was nicht ultra weit... Von wo, wie komme ich, wie weit komme ich denn hier? Alter, ich komme hier rüber, what the fuck? Ich komme überall hin? Wow. Kann man das nicht, wer irgendwann früher erklären und... Alter, okay. Ja, jetzt sind hier, wie viel? Ein paar hundert intelligente Affen. Das heißt, ich muss prinzipiell einfach mich ordentlich spreaden. Wahrscheinlich je weiter ich komme, desto weniger Affen sind dort direkt, aber solange die Affenübertragung ja relativ hoch ist, ist das ja okay. Wow, ich bin das vielleicht echt nur falsch angegangen. Kann natürlich sein. Ich meine, dass so viele hilfreiche Tipps gibt einem das Spiel jetzt auch nicht. Mal schauen, wie viel hier gleich in Frankreich einmarschieren. Frankreich ist es ja gewohnt, dass die einmarschiert werden. Einmarschiert werden, genau. Dead Deutsch. So, dann schauen wir direkt, dass wir jetzt nach Amerika kommen. Damit... Wobei, die sollten möglichst hierher kommen, damit die sich jetzt langsam in die Ecken ausbreiten. Ja, es dauert ein bisschen, aber wir machen jetzt die beiden und dann das hier. Weil wir haben halt immer noch keine Kolonie, aber das macht nichts, solange wir... Ja, wir haben noch ein paar Länder vor uns, die uns gleich was geben, was Gutes hoffentlich. Zum Beispiel. Wie viel kosten die? 15 beide, okay. Neuer Enhancement mutiert, okay. Ich will erst, dass sie sich verstecken können, bevor ich eine Kolonie mache, weil wenn die Kolonie halt dann instant gefickt wird, nützt mir die Kolonie an sich nicht viel. Oh. Halt, Moment. Das war sehr wichtig, dass das 3 Punkte waren, weil wir wollen... Das ist falsch. Oh, es ist je nachdem, was ich zuerst freischalte, immer was anderes. Wow, deswegen war ich vorher so verwirrt, dass es auf einmal X ist und ich bilde mein, es ist Z. Saudi-Arabien. Ja, tut mir leid, aber ihr habt halt hier angefangen mit Stuff. Das kann ich nicht tolerieren. Okay, hier in Mexiko sind sie schon. 10 intelligente Affen haben es rüber geschafft. Erhöht Affenübertragung. Das heißt, als nächstes brauchen wir echt das hier. Wenn die nicht irgendwie schon wieder... Oh ne, jetzt wollen die hier irgendwelchen Bullshit machen. Das Problem ist, ich bin hier... Ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Komm, gib mir ein bisschen DNA. Irgendwo. DNS, auch gut. Ja. So. Schön das runterhalten. Fieber, okay.
Solange die Tödlichkeit bei den Menschen nicht zu hart hochfickt, ist alles okay. Oh, Neuseeland, gefällt mir. Südafrika schließt Flughäfen, ja, ja. 16 Punkte. Aber ich muss immer schauen, dass ich ein paar Punkte übrig habe, falls die schon wieder irgendwelchen Bullshit machen wollen, die Menschen. Ich bin ja hier, ich bin jetzt hier tatsächlich mehr oder weniger ein... Ich bin in dem ganzen Spiel eigentlich ein Außerirdischer, der die Menschheit auslöschen will. Seid ihr im Nahen Osten? Ja. Gut, dann... Müssen wir euch ganz kurz ficken. Wenn ich das im Pausemenü mache, kann es sein, dass es ein Bug ist, wenn ich das im Pausemenü mache, dass es keine Punkte verbraucht, wenn ich es machen kann? Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit, aber ich will jetzt erstmal hier schauen, dass wir so eine Basis machen, die mir ein paar Punkte zumindest schenkt. Kolonie in Ägypten, ja genau. Oh Moment, das ist jetzt hier nämlich echt nicht gut. Irak, komm, gib mir 3 Punkte, irgendwoher. Komm, neue Kolonie, lass mich nicht im Stich. Erhöht Affenübertragung. Kolonien erhöhen Affenübertragung. Erhöht DNS. Das ist eigentlich beides nicht so toll. Eigentlich haben wir so ziemlich... Erhöht Affe zu Affe-Übertragung ist das Einzige, was jetzt meiner Ansicht nach noch wirklich Sinn macht. Komm, ja. Nein! Nein, 1 Punkt zu wenig! Nein, 1 Punkt zu wenig! Komm, irgendwoher. Irgendwoher. Komm, komm, irgendwoher. Nein, irgendwoher, gib mir doch mal einen Punkt. Nein, mutier nicht, gib mir einen Punkt. Boah, nee, sie, ja sicher. Gib mir wenigstens dafür dann einen Punkt, komm. Danke, okay, dann fick ich die jetzt. Die hier zu ficken, die sind eh schon fast am Arsch, aber die hier hätten mir jetzt alle hier umgebracht. Die hier hätten mir gerade 600, etwas mehr als 600 umgebracht und die hätten nur noch so 50 umgebracht, was natürlich deutlich weniger Heilmittelfortschritt ist. Aber ja, okay, das heißt von nun an immer ein paar Affen auf der Seite haben. Ein paar Punkte. Ein paar Affen auch, aber ein paar Punkte natürlich eher. Hallo, ich will hier Affen. Ich kann hier irgendwie nicht auf Affen gehen. Hallo, nein. Warum kann ich hier nicht auf Affen wechseln? Hallo? Okay, dann nicht. 8 Punkte, aber ich weiß nicht. Drohnen zielen in China auf Affen. Ja, das sind hier keine intelligenten Affen, das ist also egal. Ist vollkommen irrelevant. So, ich mache jetzt hier nochmal eine Kolonie, beispielsweise hier, damit mir die vielleicht noch ein paar Punkte generiert. Affenleichen werden dazu beitragen. Oh, Moment, hier. Scheiße, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, man muss eigentlich wirklich nur die ganze Zeit randalieren. Die sind aber noch ganz frisch. Und wie viel sind es hier? 800. Und hier sind es... Das sind ein bisschen mehr. Aber hier sind keine Intelligenten. Also ich kann hier nicht randalieren. Scheiße. Das heißt, in Afrika zu starten ist doch eigentlich besser. Ja, wow, gib mir einen DNS-Punkt. Ja, wenigstens das hier. Ja, ich komme aber mit der... Wie weit ich bin. Warum kann ich hier nicht auf das gehen? Es nervt mich gerade ein bisschen. Ja, die hier geben leider zu viel Fortschritt, als dass das irgendwas bringen würde. Wir brauchen noch ein paar Punkte.
Grönland, Polen, Schweden, Finnland. Wie wär's? Oh. Jetzt ist die Frage, kann ich... Moment, kann ich jetzt damit zum Beispiel hier rüber wandern? Und genau, dann move die Kolonie. Ah, das ist ja gut. Das heißt, die Kolonien sind echt gut, wenn man sie vor dem Luftschlag wegbewegt. Jetzt sind hier 6 Affen dadurch gestorben. Wow. Gott sei Dank. Oh. Hier wollt ihr schon wieder Bullshit machen. Ah, oh mein Gott. Hier schon auch wieder. Scheiße, wie viel sind hier? Hey, sind vielleicht ein bisschen mehr als in Frankreich. Meist quasi gleich. Wobei, Moment, wir haben noch die Punkte. Sehr gut. Sehr, sehr gut, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben eine theoretische Chance. Ja, wir haben eine theoretische Chance. Die brauchen jetzt ein bisschen, bis sie da ankommen. Warum verrecken die ganzen in Australien hier? Hier sind doch gar keine... IQ-Device, ja, das war schon einmal und war Bullshit. So, Affe-zu-Affe-Übertragung, das wäre jetzt noch sehr nice, damit hier die Todeszahlen mich nicht fickt am Ende. Okay, Punkte. Jetzt könntet ihr hier gerne ankommen und mir instant Punkte schenken. Okay, in Indien gibt's jetzt... Ja gut, die löschen die Affen aus, aber dadurch können die... Wobei, durch das Auslöschen der Affen... Aber hier gibt's 13.000 wilde Affen, das ist jetzt nicht so gut. Ja, okay. Das war wichtig, glaube ich, weil die werden hier mich gleich richtig hart abfacken. Wobei, dann versuche ich einfach mal, die hier... Moment, wohin kann ich die sinnvollerweise wegmoven? Hier so in die Gegend. Hat das gereicht? Ich glaube nicht. Scheiße. War leider ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu spät. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Ansteckungsgefahr für unsere Hauptkrankheit. 7 Punkte, sonst habe ich das Gefühl, dass wir nicht rechtzeitig... Oh. Wo wollen die? Die wollen doch hier über Zentralafrika, oder? Wie viel sind denn da? Oh, das sind viele! Okay, also die muss ich jetzt hier mal wegbewegen. Sonst habe ich echt ein Problem, wenn ich hier ein paar Millionen Affen oder ein paar tausend Affen... Ja, das ist schon besser. Jetzt sind die zwar alle hier, aber immerhin können sie mir hier jetzt nicht großartig reinficken. Okay, die Tödlichkeit ist langsam sehr hoch. Ich brauche noch einen Punkt für hier Lungeninfarkt. Oder ich muss erstmal die mit dem Heilmittel wieder ficken. Ja, aber es braucht trotzdem keine Punkte des Affen-Uprising. Das Affen-Uprising, ich brauche nur ein paar Punkte, um das zu machen. Aber ich brauche dann nicht... So, das muss jetzt hier langsam... Oh, ne. Wo machen die gerade so viel Fortschritt mit ihrem Stuff? Oh, hier. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, Punkte abzudrücken, Kolonien. Warum schon wieder zu... Alter, das ist doch nicht machbar. Das ist doch... Das kann nicht machbar sein auf hohen Schwierigkeitsgraden. Außer ich mache wirklich was ganz, ganz falsch. Weil du kannst halt nicht farmen. Du kannst halt nicht farmen. Du kannst halt nicht...
Farmen. Außer du spielst das Ganze ein paar Mal auf Easy, um es dann auf Normal zu schaffen. Das ist ja aber vollkommener Bullshit. Wenn es tatsächlich so sein würde. Ja. Sehr schön. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich verstehe echt nicht, was ich tun soll. Aber ich glaube, ich werde mir bis zum nächsten Mal ein Tutorial dazu anschauen, weil ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung. Und ich meine, es muss ja eine Möglichkeit eigentlich geben, dass auf brutal... Also eigentlich müsste die Möglichkeit sein, das hier zu schaffen. Keine DNS, mega brutal, sollte ja eigentlich, wenn es ein gut designtes Spiel ist, irgendwie mit genau richtigen Strategien und ein bisschen Luck, sollte das ja eigentlich machbar sein. Aber ob es für mich überhaupt auf normal und mit DNS, also was ich schon freigeschaltet habe, da machbar ist, das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play. Ich wollte schon sagen hier, wie der Film heißt. Aber nee, Let's Play Plague Inc., wenn es weiter mit der Affengrippe geht. Und ja, das ist definitiv das neue Necroa-Virus. Also ganz ehrlich, im Vergleich dazu, was da jetzt ist, ich meine hier, die Biowaffe-Nanovirus war lächerlich. Das war absolut gar nichts im Vergleich zu diesem Kack-Affen-Virus oder Affengrippe. Egal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Plague Inc. Bis dahin, schönen Sonntag noch und tschüss, Leute.